Das Merkmal der Saint-Marc-Iold-Rot ist, dass es fast keine gibt künstliche Strukturen. Saint-Marc-Iold-Rot zeigt uns natürliche Landschaften und gibt uns einen tiefen Eindruck. Es ist sehr schwer zu finden, die Bequemlichkeit und Pracht des Vergnügungsparks wir erleben an berühmten Touristenattraktionen. Bei einem Spaziergang entlang der Saint-Marc-Iold-Rot wir können genug Zeit zum Nachdenken genießen über Erinnerungen an die Vergangenheit und Vorstellung von der Zukunft. Die Schönheit der Berge, des Wassers und der Wälder entlang des alten Bergpfades ist ein Ort, der als Höhepunkt von Göschern angesehen werden kann. Gösendam, der erstmals Anfang 1957 fertiggestellt wurde, die Verwendung rein koreanischer Technologie ist symbolisch, es ist zu einem Stolz der Region geworden. Noch wertvoller ist das Gebiet rund um den Damm, weil es ein unbeschädigtes natürliches Ökosystem bewahrt. Wanderwege, die nicht leicht zu begehen sind und breiter See seitlich sorgt dafür, dass sie sich ruhig und friedlich fühlen. Dies ist der erste Tag der Einführung über die Saint-Marc-Iold-Rot, eine berühmte alte Bergstraße in Göschern, Provinz Nord-Chungcheong. Wir planen, es in Serie einzuführen. Es ist Saint-Marc-Iold-Rot in Göschern, Provinz Nord-Chungcheong. Es bedeutet eine von Bergen blockierte Straße. Früher war es eine ziemlich holprige Straße. Aber derzeit ist es als Deckstraße gut erhalten, stellenweise raues Gelände enthalten, gegen den Göschern-Staudamm, erbaut Anfang 1957, es folgt dem Göschern-See, aus dem Dorf Saorang, Öseori. Göschern Gang zu einem Bergdorf, das man als abgelegenes Bergdorf bezeichnen kann. Es bezieht sich auf eine alte Straße im Wald, die etwa 4 Kilometer lang ist. Ein großes Steinmonument, das die alte Bergstraße darstellt, befindet sich am Eingang. Ich könnte erzählen, es ist das beste Touristengebiet der Region. Mit großen Erwartungen. Ich begann einen Spaziergang zu machen an der alten Bergstraße. In Folge, ich kann sagen, dass es der beste Wanderkurs ist. Am Ausgangspunkt des alten Bergweges. Mit wunderschönen Blumen im Hintergrund, es gibt einen Fährhafen in Chadulbavi, an dem Kreuzfahrtschiffe verkehren. Heute, statt Sonnenaufgang, ich kann einen wunderschönen Nebel genießen. Was eine Atmosphäre voller Erinnerungen schafft. Sie können es selbst überprüfen. Das heißt, es breitet sich ein dünner Nebel aus, den man Nebel nennt, oberhalb des Göschernsees bei leichtem Nebel. In der Luft schweben viele feine Wassertröpfchen oder feuchtigkeitshaltige Partikel. Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, bei dem die Sichtweite abnimmt. Leichter Nebel ähnelt Strahlungsnebel. Wenn der Wind nachlässt und die Luftschicht in Bodennähe kalt wird, es entsteht durch Kondensation von Wasserdampf in der Atmosphäre, erscheint als dünner grauer Schleier in Bodennähe. Wie eine Szene aus einem Film, du kannst sehen, dramatischer Lichtnebeleffekt, der von der Natur geschaffen wurde. Glücklicherweise ist dies eine gute Gelegenheit, diese Szenen zu sehen, weil es nicht immer da ist. Deshalb denke ich, dass es eine wertvolle Attraktion für sie sein wird. Wann immer ich reise, es gibt Zeiten, in denen wir auf einzigartige Naturphänomene stoßen. Viele dieser Szenen möchte ich Ihnen gerne vorstellen.